Hallo, Hallo. das hier ist der Flo, mein ehemaliger Mitbewohner. Vielleicht hat der ein oder andere das schon mal irgendwann mitbekommen über Instagram oder so. Also wir wohnen schon ganz lange nicht mehr zusammen, aber wir haben sehr lange zusammen gewohnt und wir haben uns schon ganz lange mal vorgenommen, dass wir zusammen was drehen. Und dann hatte Flo die grandiose Idee. Ein Drag-Make-up bei Lena zu machen. Weil das so gut zu Yay! uns passt. Nee, weil wir uns dachten, das wäre ganz cool, mal was anderes zu machen. Flo hatte da Bock drauf und ich lasse mich gerne schminken. Ich muss ehrlich dazu sagen, ich habe keinerlei Ahnung von irgendwas. Das Einzige, was ich mache, ist manchmal ein paar Videos schauen, aber. Aber du hast noch nie jemanden geschminkt, oder? Nee, also mal für Halloween oder so, aber mehr auch Ja. nicht, also. Geil. Also, es ist eine Mischung aus my boyfriend does my makeup und my gay friend does my makeup. Und richtig im Drag-Make-up, hoffe ich. Wir haben hier schon alles bereitgestellt und ich würde sagen, dann geht's jetzt los, oder? Geht's einfach los? Wir Ja, fangen oder willst du noch, oh Gott, auch mit noch mit dem dem an. Gruseligsten Ich an? habe das heute Morgen noch mal ausprobiert. Das Gute dabei ist, dass das wirklich leicht wieder abzuwaschen geht. Da steht drauf bei 20 Grad schon, abwaschbar Ja, mit Wasser. vor allen Dingen Klebestifte, muss man auch dazu sagen, benutzen ja kleine Kinder. Die müssen das ja irgendwie safe machen, weil kleine Ja. Kinder schmieren sich das bestimmt auch mal ins Gesicht. Ich hätte nur echt die kleinen kaufen müssen. Also ich habe Achso, jetzt die den sind. extra großen genommen, weil ich dachte, Augenbrauen. Ja, du kannst Aber es mit der Seite machen oder so. ja, ich fange jetzt an. Ja, ich bin aufgeregt. Warum wir jetzt die Augenbrauen runterkleben mit so einem Klebebrettstift ist, dass wir über die natürliche Augenbraue hinaus malen und damit das alles eine schöne glatte Oberfläche ist, man soll Zirkel machen, Kreise. Okay. Klebt man die quasi runter, dann machen wir auch mehrere Schichten von. Darf ich meinen Arm mal bewegen? Oder ist der Sinn, dass ich sie nicht mehr bewegen Weiß kann? ich nicht. Ich glaube, irgendwann wirst du sie nicht mehr so bewegen können. Weiter geht's mit Foundation, weil die Augenbrauen, die müssen jetzt erstmal trocknen. Und deswegen fokussieren wir uns jetzt auf die untere Hälfte des Gesichtes und vielleicht hier so oben ein bisschen. Deswegen machen wir da jetzt so ein bisschen was drauf. Oh mein Gott. Okay, ich male dich jetzt an. Ja. Wow. Ich mal dich jetzt an. Sagt man das nicht? Weiß ich nicht. Ich glaube anmal, nee, sag mal, weiß ich Oh, nicht. die Augenbrauen darf ich ja nicht. Ich glaube, man soll immer so schlagen. Schlag mich. Okay. Guckst du Leute auf YouTube tatsächlich, also so die so Drag-Sachen schminken? Oder nur im Fernsehen oder so? Oder auf Netflix? Das Ding ist halt, das ist ja gerade ein allgemeiner Trend irgendwie, dass man RuPaul's Drag Race cool Ja. findet und die machen tatsächlich auch echt viele YouTube-Videos. Also Ach geil. die haben Wusste da ich so gar nicht. einen eigenen Kanal, World of Wonders heißt der. Ja. Und da gibt es halt auch viele Tutorials und ach, ich finde es einfach meditativ irgendwie, das zu gucken. Ja. Also, oh Scheiße. Naja, Was ist los? wir haben den Primer vergessen. Oh. Naja, geht heute auch ohne. Ja. Naja, es muss ja heute auch nicht wirklich halten, tatsächlich. Also. Was? Vertraust du meinen tollen Skills etwa nicht? Doch, auf jeden Fall, aber ich bin heute Abend für den Biergarten verabredet. Ich weiß nicht, ob du, also je nachdem, wie es aussieht, wenn ich jetzt, wenn Den Pony mit was nehmen. Bitte nicht. Gut, dass wir das Gleiche denken. Mann, was denkst du denn? An nichts. Schlagen dich noch ein bisschen. Ich habe schon die ganze Zeit drauf gewartet. Deine Augenbrauen noch oder? Also, es fühlt sich gar nicht komisch an. Also, ich hätte gedacht, es fühlt sich mega merkwürdig an, aber das spüre ich jetzt eigentlich gar nicht, komischerweise. Ich habe einfach kein Gefühl. So, wenn das noch ein bisschen feucht ist, machen wir da ein bisschen Puder drüber. Keine Ahnung. Das ist bestimmt ein Beauty Blender. Ja, ist es. Ein bisschen informiert. Mega. Ja, ich bin voll in der Materie. Ja.
Du hast doch früher auch immer so Ella geguckt und so. Ja. Ich habe gesehen, dass die immer viel Puder unter die Augen machen, dass wenn man dann irgendwann mit dem Augen-Make-up anfängt, man alles, was runterfällt, quasi wieder wegmachen kann. Ah, ja. Und ich weiß nicht, ob das zu viel war. Ah, du. Viel hilft viel. Wow. Sieht gruselig aus. Ich weiß nicht, was meint ihr? Ein bisschen schon. Mühe, nicht hinzugucken. Ja, das ist lustig. Dann legen wir jetzt weiter mit Concealer. Mit Contour. Ach, ja. Mit Contour. Mit weiteren Stiften, die irgendwie in Hautfarben sind oder in irgendeinem Beige-Ton. Ja. Wenn ich dich gerade kritisch anschaue, dann liegt das... daran, dass du einfach scheiße aussiehst. Oh, ja. Nee, ich verstehe schon. Wow. Was war das? Wow. Ja, hier ist noch ein bisschen Foundation dran. Das ist gut, um das zu verblenden. Ja. Sag doch. Du bist voll Profi, Flo. Du kannst es einfach. Manche Leute haben es halt drauf. Hast du eigentlich die Royal Wedding geguckt? Ja. Ja? Also, nicht nur einmal. Ja, okay. Jetzt kommt der Part, wovor ich am meisten Angst habe. Lidschatten und sowas, also Augen. Ja. Deswegen schütze ich dich, indem ich wieder Puder drauf mache. Das hier muss ich eigentlich mal kurz in die Kamera halten. Ich finde das Zeug so geil. Das haben wir zugeschickt bekommen. Wir haben so von Huda, ich hoffe, man spricht das Huda überhaupt aus, Huda Beauty. Und dachte so, dafür habe ich nie in meinem Leben Verwendung. Und dann habe ich darüber nachgedacht, doch, habe ich. Uhu. Dann komme ich vorbei. Aber ich glaube, Orange ist gerade eh voll im Trend. Ist das nicht unangenehm? Ja, gar nicht. Du bist sehr sanft. Aber eigentlich macht man das doch mit dem Dingsfinger, mit dem... Ja, dann macht ihr keine Gedanken. Mit dem Ringfinger, oder? Ich nehme jetzt die NARS. Palette. Mhm. Can you see it? Can you see it? Is it? A Narcissist. Ah, Oh wow. Die benutze ich jetzt und ich nehme hier diesen Schwarzton, um die neue Augenform, die ich machen möchte, vorzumalen. Mhm. Mal schauen. Soll ich die Augen zumachen oder auch? Erstmal, also, keine Ahnung. Das ist jetzt der Gelbton, ich dachte eigentlich an Orange, egal. Ich weiß es nicht, ist das zu ähnlich? Oh, es ist schwarz-rot-gold. Oh nee. Ist nicht auch bald Fußball wieder irgendwas? Ja, ja, oder? Ich glaube, es ist WM. Kriegst du was ja auch wieder. Nicht mit, aber ich glaube, es ist auch WM. Also nicht, dass ich jetzt was Falsches sage. Sorry für alle Fußballfans, die sich jetzt an den Kopf greifen. Aber wir sind beide, glaube ich, nicht so die Fußball-Experten hier. Nee. Ich weiß, das wäre doch auch ein gutes Videoformat. Wir beide kommentieren ein Fußballspiel. Das wär, also ich glaube, die einzigsten Minuten, die ich wirklich kommentieren würde, wären die letzten, weil die sich da vielleicht ausziehen. Stehst du auf manche Fußballer? Ich kenne halt fünf ungefähr. Die fünf, die gut aussehen. Ich probiere jetzt mal, das hier wegzupulen. Es geht wirklich. Wow. Toll. Die begeistert. Ich bin echt begeistert. Ab jetzt geht es nur noch schief oder wird besser? Wir verpassen dir wieder Augenbrauen. Okay, wo mache ich die jetzt hin? Wo willst du Augenbrauen haben? In der Nase. Eyeliner.
Meinst du, du kannst Wimpern kleben? Ich habe das schon mal gemacht, tatsächlich. Ich weiß nicht warum, aber ich habe das schon mal gemacht. Krass, die passen ja jetzt schon bei dir. Also, Lena hat sehr lange Wimpern. Oder sehr... breite Augen. Ich kam mir doch nie so schwul vor. Das ist ein neues Level. Aber I'm happy with it. Das nächste Mal musst du mich schminken. Ja, aber echt. Boah, ich hab Angst davor. Ich gehe mal mit der Zange weg. Also mit der Zange. Ja, das ist perfekt, weil das tut wirklich den mein Fauxpas beim Eyeliner gut vertuschen. Das ist gut. Das hat echt was gerettet. Okay. So ein bisschen. Also die Wimpern, die Augenbrauen sehen immer noch so aus. Aber ich glaube, das wird auch nicht besser. Okay, bevor wir Mascara drauf machen, fange ich mit den Lippen an. Das ist auch gar nicht einfach bei mir, weil ich habe super unsymmetrische Lippen. Ja, ich mal eh drüber hinaus. Also. Gut, dann mal die symmetrisch. Nicht zu viele Ansprüche, bitte. Nee, ich überlege gerade, welche Form sind Lippen unten auch so? Oder nee, ich glaube, eher gerade. Also halt rund sozusagen, aber durchgängig. Aber das fühlt sich halt richtig falsch an, muss ich sagen. Fühlt sich so falsch an. Also das heißt nicht, dass es falsch ist, ne? Nee, also, ich weiß, aber ich glaube, ich bin wirklich über das Ziel so ein bisschen hinausgeschossen. Das ist quasi einmal aufgepumpt jetzt bei dir. Vom Laden ist alles besser. It's a match. Sieht sie nicht wunderbar? Ich bin so gespannt. Okay. It's a look. Warte. Das hier fand ich voll schön, weil es so iridescent ist. Oh. Und da würde ich dir jetzt so ein Highlight hier irgendwie draufsetzen. Ja. Das sieht aus wie was anderes. So lassen wir das. Oh, das ist ein bisschen auf den Zähnen schon, aber. Nicht mehr. Das Lustige ist, wenn man das so ganz frisch draufträgt, dann ist es halt echt weiß. Und erst wenn man es so ein bisschen verschmiert, dann wird es wow. Dann wird's wow. Dann wird's wow. Also es passt nicht ganz zusammen, aber das ist egal. Ich glaube, es ist trotzdem ein Look. Blush und Highlighter, ja. Das ist Lenas altes Lieblingsblush. Ja, aber echt, das ist halt schon so alt, ich glaube. Ich weiß nicht, wahrscheinlich so 10 Jahre. Vielleicht ist es auch echt das Ding, was es zusammenbringt. Oh, jetzt hat man dir schön in die Wange gekniffen. Schön. Anna Cheekbone, Shape Interventions. Das Interessante ist, bei der Palette steht drauf, was es macht. Das glitzert. Ein Flick? Vielleicht eine kleinere Bürste. Bürste? Ja, Pinsel. Pinsel, ja. Ne? Ja. Nach oben? Ja. 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 Fertig? Ich glaube, ja. Ja, ich bin so gespannt. Ja, am besten holst du den Spiegel, der auf meinem Schminktisch steht. Die neue Lena. Ich bin gespannt. In 3, 2, 1. Oh mein Gott! Alter. Geil. Hammer. Ich finde, der Lidschatten ist mega geil, muss ich mal sagen. Die Farben? Ja, Hammer sieht es aus. Ich finde es richtig geil. Also ich finde es auch mega symmetrisch geworden. Echt? Ja, also zumindest in dem Spiegel, also vielleicht in der Kamera nicht oder so, aber... Ich glaube, in der Kamera... Dafür, dass du das noch nie gemacht hast? Mega geil. Voll geil. Ich glaube, in der Kamera kommen die Augenbrauen so ein bisschen völlig übertrieben rüber irgendwie. Ja, die sind natürlich auch übertrieben, aber ich meine, du brauchst ja auch irgendwie übertriebene Augenbrauen für so ein Make-up. Jetzt muss ich mir eigentlich halt noch die Haare machen. Okay, mir mal ganz kurz so richtig krass die Haare.
So, what do you think? Wie wäre mein Dragname? Boah, das hätte ich mir vorher überlegen sollen. Ja, Mann! Warte. Man sagt eigentlich, wenn man in den Spiegel schaut, dann sieht man das oder dann weiß man es. Ich finde, ich sehe aus wie Brittany. Ich mache jetzt mal ein bisschen eine nähere Aufnahme. Ich komme mal näher, Leute. Eine richtige, natürliche Frau. Ja. Hashtag no makeup. Hashtag I woke up like this. Machen wir jetzt ein Thumbnail-Posing. Thumbnail-Posing. Ich bin sehr zufrieden mit dem Ergebnis. Ich finde es richtig geil. Sehr beeindruckend, muss ich echt sagen. Also seht ihr mal, was möglich ist. Nur über Video schauen. Ja. Nee, ihr müsst das beurteilen. Wenn ihr es gut findet, müsst ihr auf jeden Fall einen Daumen oben oben da lassen. Wenn nicht, trotzdem. Ja. Nächstes Mal können wir ein Rainbow-Ei versuchen, finde ich. Oh mein Gott, ja. So komplett. Das versuche ich dann an dir. Also wenn ihr auch mal so aussehen wollt, schreibt mir einfach Instagram. Genau, das ist jetzt dein neues Business. Genau, ich verlinke deinen Instagram-Kanal in der Infobox. Flo hat auch immer sehr unterhaltsame Insta-Stories auf jeden Fall. Ja, also könnt ihr alle Flo folgen und neue Videos anfordern oder ihn fragen, ob er euch vielleicht euer Hochzeits-Make-up macht zum Beispiel. Auf jeden Fall. Haare flechten kann ich auch gut. Ja? So, nee. Sonst hätte ich gesagt, kannst du ein Frisuren-Tutorial machen. Oh ja. Ja, also schreibt gerne in die Kommentare, wie es euch gefallen hat. Und dann sehen wir uns am Montag wieder in einem neuen Vlog. Und Flo seht ihr wieder bald. Sobald ihr Bock auf Flo habt, dann sagt Bescheid. Und dann machen wir das nochmal. Alles klar. Tschüss. Tschüss. Machen wir mal eine Teste. Aufnahme. Das ist okay. Soll ich irgendwie mal so? Ja, es geht da nur darum, ob wir beide im Frame sind, aber du kommst dann alles ran. Ja. Ich komme an alles ran. Nochmal. Okay. Das muss sich natürlich ergeben, weißt du? Warte mal, wir müssen vor allen Dingen, glaube ich, das Mikro dafür hier mal kurz entstellen. Hast du die denn gemeint zu mir? Nein, ich glaube nicht. Das ist in meinen Augen nicht, dass ich bis da drin kommen kann. Hast du Kontaktlinsen drin? Ja, aber also ich kann natürlich erkennen, dass wir beide da sind, aber ich kann ja jetzt nicht den Unterschied in meinen Augenbrauen erkennen. Das geht jetzt in eine andere Richtung wieder. Machst du jetzt auch so Sex-Dinge? Mhm. Das nächste Video wird jetzt ein Sex-Video auf unserem Kanal. Kannst du das sehen? Da drüben in dem Bildschirm? Cool, das hätte mich tatsächlich geschockt. Okay. Dann hättest du die krassesten Augen ever. Wenn so normaler Kondome sind. Umso besser, Kinder. Dass man auch überhaupt sieht, was du machst. Ne? Vielleicht ist es auch besser, wenn man es nicht sieht. Und dann kennst du diese Gigi Hadid? Gorgeous? Nee. Ich habe es auch Tom erzählt, dass ich das heute hier mache. Ja, und? Ja, und er so, ja, mach einfach richtig viel, dann wird das schon gut. Ja, eben. Ich werde den Unterschied feststellen. Ja. Ich glaube nicht. Ja, es hat sich tatsächlich auch gelohnt, weil ich dann so... Muss jetzt mal ruhig sein, Lena. Mhm, ja. Keine Ahnung. Am Ende krieg ich voll die Hate-Kommentare und sowas wie, was bildet er sich ein? Oh, das funktioniert gut. Das würden wir alles sofort löschen und blockieren. Ach, der lustige Part kommt jetzt. Juhu! Also seid gewarnt, Leute, wenn ihr einen bösen Kommentar schreibt. Ihr dürft kritisch sein, das verstehe ich. Ihr dürft kritisch mir gegenüber sein, aber nicht Flo gegenüber. Yay! Ich komme hier vor wie Michelangelo. Ja. Ist so wie Sushi essen, klingt auch besser von Weitem weg. Das ist Hass. Wieso? Ich werde es doch nicht hassen. Wieso werde ich es hassen? Sieht scheiße aus. Das ist die tatsächliche Sushi essen? Nee. Also doch, ja, aber... Wieso gelingt das besser von weiter weg? Man fühlt sich fancier. Ich mach's mit links. Gut. Wenn man mit dem Stäbchen so über den halben Tisch greifen muss. Ja, das stimmt. Ja, Mist. Das war jetzt wirklich auch nicht beabsichtigt, dass ich... Boah, krass, das ist hart. Also ich fahre hier gerade über die Augenbrauen und stelle fest, that's dass hier... That's what she said. Das daran ist ja eh gut, weil das öffnet das Auge. Ja. Ja, die sehen jetzt sehr offen aus. Obwohl du sie zuhörst. Man könnte meinen, du wärst Beauty-Guru. Gehst du eigentlich wieder oder noch zum... Ich leite das jetzt teilweise. Du leitest das? Oh mein Gott! Ja. Hört sich alles richtig an. Fühlt sich auch richtig an. Ich weiß nur nicht, ob es richtig aussieht. Gleich wieder Shade.
Das ist halt das Ding, ne? Hätte ich jetzt ein Tutorial angeschaut, dann wüsste ich, was man jetzt hier unten noch macht. Aber so weiß ich es nicht und das ist einfach so. Achso, wir haben wieder, ich habe wieder den Concealer in der Hand. Nee, machen wir nicht. Um das gar nicht zu machen, um ihn wegzupacken. Tut das weh? Nee, gar nicht. Kein Stück. Das klingt so, als würde ich hier so über deine Haut schaben und irgendwie. Nee, tut gar nicht weh. Ich finde ja auch Tätowieren nicht schmerzhaft. Von daher. Glaube ich, kann so nie so viel falsch machen. Tja. Das nächste Mal tätowiere ich dir die Augen. Und halt genau an die Stelle. Ich bin gespannt. Ja, Face ID funktioniert echt nicht mehr. Ja, aber es glitzert. Ja. Also sieht es nicht aus wie das andere. Ich habe vor allem Angst. Ich habe normalerweise nicht vor allem Angst. Nur wenn es dunkel ist. Dunkel und allein zu Hause. Ja. Und ich werde, also ich kann jetzt schon mal garantieren, ich kann das halt nicht so. Also ich kann das, also es wird bei dir, also ich. Ich habe nur mal einen Zombie geschminkt oder sowas. Es ist auch nah am Zombie. Achso, ich dachte, wir gehen jetzt noch was essen oder so, Lena. Sollen wir das machen? Ich glaube halt ernsthaft, in Köln würde das halt noch nicht mal jemand schlimm finden. Ich glaube, die Leute würden lachen und feiern. Also höchstens kleine Kinder, die würden sich vielleicht ein bisschen erschrecken.